sind ein Segen. Psalm 127, Vers 3. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Kinder sind von Gott erwünscht. Im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28, lesen wir die Aufforderung, seid fruchtbar und mehret euch. Kinder sind auch ein Geschenk Gottes. Der Herr ist es, Psalm 113, Vers 9, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Bereits im Mutterleib haben Kinder eine Beziehung zu Gott. Psalm 22, Vers 11. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Jedes Geschöpf ist vor Gott von Anfang an einmalig und unverwechselbar. Psalm 139, die Verse 15 bis 16. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Propheten und Gottesmänner wurden bereits im Mutterleib berufen. Man vergleiche Richter 13, die Verse 5 und 7, Jesaja 49, Vers 1, Jeremia 1, Vers 5 oder Galater 1, Vers 15. Johannes der Täufer ist schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt. Bei der Begegnung mit dem ebenfalls noch ungeborenen Erlöser hüpft er im Bauch seiner Mutter, Lukas 1, Vers 41. Vor Gott besitzt deshalb auch ein ungeborenes Kind eigene Rechte, wie wir im 2. Buch Mose, Kapitel 21, in den Versen 22 bis 25 erkennen. Dass durch eine Abtreibung Leben getötet wird, wird auch von Abtreibungsbefürwortern nicht mehr bezweifelt. Dazu weiß man heute zu viel über die Entwicklung des Embryos und den grausamen und schmerzvollen Hergang einer Abtreibung. Gott sagt im 6. Gebot, wir lesen das im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13, du sollst nicht töten. In Sprüche 19, Vers 18 heißt es, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Wenn jemand einer schwangeren Frau oder ihrem ungeborenen Kind einen Schaden zufügte, so wurde der Verursacher mit dem gleichen Maß bestraft. 2. Buch Mose, Kapitel 21, Verse 22 bis 25. Gegebenenfalls bedeutete dies Leben um Leben.